Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ja, wir sind hier auf dem Flugschiff von den Albed. Unser Pilot ist Captain Sid. Den Namen haben wir schon öfters gehört bei Final Fantasy 7, 8, 9 und jetzt bei 10 natürlich auch noch. Der ist überall vertreten, komischerweise. Oder bei den meisten Final Fantasy Teilen, sagen wir mal so. Und ja, wir sind jetzt immer noch auf der Suche nach Yuna. Die haben wir ja immer noch nicht gefunden. Aber Captain Sid hat ja so eine kleine Vermutung, eventuell. Und die werden wir gleich aus ihm rauskitzeln. Vorher mache ich natürlich hier noch ein bisschen Stärkung, ne? Wir wollen ja ein bisschen gestärkt dann in unsere nächsten Kämpfe reingehen. So. Ja. Na dann würde ich sagen, quatschen wir mal Sid an. Der weiß, wo es lang geht. First, we rescue Yuna. Let's show him what we got. Ja. Was muss ich machen? Leguni Achon Bem Kuneshka? Nein, sie bricht die Reise bestimmt nicht ab. So, was ist mit dir? Muss ich dich anquatschen? Ah, sehr gut. Da ist er. Wie kann der leben? Palace of St. Bavel, heart of Yevon. Gramps, let's move! Easy, kiddo. Bavel's defenses are top-notch. What's the matter, Gramps? You scared? Yuna's there, so we go and get her! And that's all! You got guts? God, Louis, could do Bavel! Ja. Meanwhile, we prepare for battle. So sieht's aus. Kampfvorbereitung müssen wir nochmal Sinn treffen. Eigentlich haben wir das aber schon gemacht, oder? What's Seymour doing alive? Didn't we take care of him in Makalania? He is dead as Jiskel was. His attachment to this world kept him from the next. Oh, scary. Diese Handbewegung von Rico immer, als ob sie Klavier spielen würde oder sowas. Bavel is built on the water. There may be underwater fighting. You or Riku should study your magic, just in case. I'm glad Yuna's okay and all, but what's with those fancy clothes? It's called a wedding dress. What? Tja, kannst mal sehen. Yuna must be trying to send him. Wonder if that'll work. Perhaps he won't expect it. Tja, dazu muss Yuna mal stärker werden. Being attacked from within. Some of the Guado that attacked home must have snuck on board. You're awfully calm about it. I am calm about most things. Fiends! There's nothing to do but... But destroy the ship and all go down together. You gotta learn a little restraint, Pops. If you crash the ship, we can't go rescue Yuni. Leave the fiends to us professionals. Yeah, let's go. Thanks. Riku, you've made some very good friends, I think. Good luck. Na denn, auf in die Kämpfe. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Nochmal, ja gut, hier ist nichts weiter, hier sind bloß die
Albert Sykes, die Blitzball-Spieler. Aber es wäre wahrscheinlich wirklich eine gute Idee, noch ein paar Zauber zu lernen. Obwohl, wir haben ja Zauber, so ist ja nicht. Ein paar kleine können wir zumindest mit Tidus. Wacker kann ja auch ein bisschen, naja, was heißt zaubern? Er kann halt ein paar Techniken, was so ähnlich wie zaubern ist. So. Okay. Nochmal so eine Flügelchen. Einäugige Ratten. Aber ja klar und auch war klar. Aber der ist immer drin. So, ich würde aber gerne Tidus als erstes reinsetzen wollen. Am besten anstatt Kimari. Be careful. Don't worry, we'll guard this area. May I help you? Ja, vielleicht hast du ja noch ein bisschen was. Mal gucken. Ich will nochmal. Ah, okay. Kimaris Waffe ist mit Gemachschlag sehr gut. Das können wir sehr gut gebrauchen. Und. Okay, Aurons Waffe ist mit Blindschlag. Das ist auch sehr gut. Die können wir sehr gut gebrauchen. Okay, dann gibt es halt nichts. So. Wo geht's da hin? Da war ja Donner, glaube ich, ne? Ja. It's too cramped to call Aeons here. I'll leave this fight to you. Show us your stuff. Ja, das machen wir. Wo geht's hier hin? Alles klar, hier sind noch ein paar Albert. Da brauche ich nichts weiter machen. Hier haben wir drei Bomber, natürlich. So, das war Nummer 1. Den haut Aaron gleich weg, wenn er erstmal ausgewachsen ist. So, wunderbar. Und den müsste auch Aaron weghauen, glaube ich. Oder schafft er Tidus? Nee, schafft Tidus nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Aber Aaron schafft es. Vor allem, wir haben auch gleich einen richtig harten Kampf vor uns. Aber ihr werdet es gleich sehen. So, hier speichern wir nochmal. Safety first immer, sage ich, ne? So. Ja, wahrscheinlich. Now there's a rare sight. Wow, that's huge! What is that? The guardian worm, Evrei. The great sacred beast, protector of Bavel. The red carpet has teeth. Wait, that means we're close to Bavel. Riku, you read me! We're gonna fight that thing! Get on deck and show him what you got! Go! There he goes again! The ferryman asks a high price. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Wir haben einen neuen Gegner vor uns. Und den werden wir jetzt platt machen müssen. Na dann, auf in den Kampf. So, der öffnet seine Pforten da oben. Sehr schön. Dann kann er wenigstens seine Waffen mal einsetzen.
Nee, Distanz ist nicht gut. Da ist der kleine Kuscheldrache. Okay, na dann. Los geht's. Erstmal machen wir einen Blindhieb. Hat nichts gebracht, schade. Ja, natürlich auf Tidus rauf, oder was? So, die Entfernung zwischen dem Flugschiff und Efri kann man mit den Extra-Befehlen sich nähern und sich entfernen verändern. Diese Befehle sind nur für Tidus und Rico verfügbar. Nachdem der Befehl eingegeben ist, bewegt sich das Schiff, wenn Sid am Zuge ist. Der Extra-Befehl kann im selben Menü rückgängig gemacht werden, falls Sid bis dahin den Zug noch nicht ausgeführt hat. Ja, den wollen wir auch noch nicht ausführen. Nein. Eismagie hast. Ist halt blöd, weil... Ja. Efri kann mit Hast auch angreifen und wir müssen gucken, wie wir das am besten jetzt hinkriegen hier. Nochmal Blindschlag, komm. Er muss blind werden. Perseus Blick, nein. Ah, sehr gut. So, dann machen wir... Ne, wir wechseln mal. Die anderen sollen ja auch was bekommen. Spezial, genau. Klauen wir erstmal was. Nesselstein geklaut, okay. Alles klar, da werden wir mal schön auf Entfernung gehen. Kimari. Einmal Blindschock und... Jawohl, blind ist er. Wunderschön. Dann setzen wir Lulu ein. Nein. Was können wir da am besten? Ich glaube, Gift klappt nicht, wa? Ich glaube, da ist er immun. Ja, schade. Ja, Gifthauch wirkt trotzdem, das ist blöd. Na gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir uns jetzt erstmal heilen. Gut, dass Kimari gerade da ist. Der kann mal kurz... Genau, der macht erstmal Tidus. Blendbomber. Als wären wir auch noch blind oder was. Das reicht hier langsam mal. Ich werde mal kurz Antidot nehmen. Na, das würde ich sehen. Na, die ziehen aber nicht sehr viel ab. Na toll. Tidus kann nur Hast einsetzen. Das ist natürlich blöd. Machen wir auf ihn erstmal. Medica auf sich selbst. Und schon wieder Blendbombe, natürlich. Wie ich Pech habe, sind Tidus und Lulu jetzt weg. Nee, Schwein gehabt. Wacker. Der kann erstmal seine Tombola einsetzen. Was? Die Entfernung ist zu groß? Ich dachte, das geht. Kacke. Na gut, dann müssen wir uns wieder annähern. Sich nähern. So, dann werde ich mal kurz eine
X-Potion auf Tidus geben. Dann ist der wenigstens wieder fit. Ach, so angreifen kann er, alles klar. Na dann los. Ich glaube, das wird noch ein richtig hartes Problem, wenn wir... Ach, den hatten wir schon auf Hass gesetzt, wa? Hä, kacke. Na gut. Kimari, greifen wir so an. Okay, Gemach hat er jetzt nicht abgekriegt. Egal. So. Jawohl, sehr schön. Ziehen wir dem erstmal ordentlich HP ab. Aber der wird jetzt ordentlich Hast einsetzen, bestimmt. Aber dafür haben wir den jetzt auch ganz gut... Ja, okay, war klar. Den haben wir jetzt aber dafür ganz gut runtergebuttert. Perseus Blick. Kimari. Nee, da haben wir nichts. Nee, Antidot ja auch nicht. Heilmittel auf Kimari. So, Waka kommt weg. Auron. Sehr gut, der ist gleich weg. Ja, sehr gut. Haben wir den weggeballert. Wunderbar. Sehr schön, jeder hat was bekommen. Lulu ist bloß nicht ganz aufgestiegen, schade, aber na gut. Egal. Schwarzspiroid. Okay.
Ja, und nun sind wir hier angekommen in Bevel und können endlich Yuna befreien. Vorher mache ich natürlich hier nochmal ein bisschen unsere Jungs und Mädels, ne? Die stärken wir noch ein bisschen. Außer Lulu. Na, Lulu können wir nicht stärken, leider. Schade eigentlich. Aber na gut. Ist leider so. Halt. Soweit. So, wir kommen dann zu der Ability. Ah, das Problem ist, wir kommen dann hier noch nicht durch. Da ist Bio, na gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, aber mit Wacker müssten wir dann wieder woanders lang. Erstmal. Na gut, ich werde erstmal noch mit Kimari heilen. So. Und dann geht's rein ins Vergnügen. Ja, der Flammenwerfer, Mensch. Den müssen wir als erstes wegmachen. Da nehmen wir doch mal Tidus Gemetzelattacke. Wird ja aushelfen, denke ich mal, ein bisschen. Vor allem, weil er jeden Gegner angreift. So, Auron. Den erstmal weg, sehr gut. So. Dann nehmen wir mal Waka mit rein. Der hebt dem erstmal die Lunte. Und Lulu. Was können wir denn da nehmen? Ne, eigentlich Eiskar. Ist ja eigentlich egal, glaube ich. Ja, wunderbar. So, Erfahrungspunkte mäßig geben die nicht so viel, aber das ist nicht so schlimm. Oha. Zwei Flammenschwertkämpfer, zwei Flammenwerfer und ein, ja, Eisenritter. Aber wo Eisen ist, reagiert er auf Blitz, ne? Oder auch nicht. Nicht so stark zumindest. Aber egal. Solange wir so einen guten Kämpfer haben, klappt das alles. Und uns kann man hier nicht aufhalten. Waka. Erstmal auf den da. Ich werde mich da jetzt einfach durchkämpfen, nur. Mehr mache ich jetzt nicht. So, die haue ich jetzt alle einfach bis zu Brei. Ja, da reicht eigentlich. Ja, nehmen wir Feuer einfach. So. Weiter geht's. Kann ich die an der Seite eigentlich auch noch wegknallen? So, Nummer 1 weg. Und Wacker kriegt natürlich was auf die Nuss. Und jetzt alle drei nochmal, natürlich. So, dann probieren wir mal was gar. Vielleicht hilft das ja besser. 2, 3, ja. Hat schon ein bisschen mehr abgezogen. Wirbelkick, ach du Kacke. Oh. Da ist er raus. Na super. Der kickt also meine Mitspieler raus. Na, das ist ja nicht so schön. Was ist mit denen hier? Die stehen bloß rum, okay. Die kann man nicht bekämpfen.
Den kann ich angreifen mit Wacker. Sehr gut. So, Hinderte. So. Jetzt greift der Roboter da hinten an, oder? Nee, doch nicht. Ja, kann ja mal so probieren. Ja, wunderbar. Klappt doch. So wie es soll. This has gone far enough. Stop. You would play at marriage just for a chance to send me? Your resolve is admirable. All the more fitting to be my lovely wife. Stop! Do you not value your friends' lives? Your actions determine their fate. Protect them, or throw them away. The choice is yours. You are wise. Kill them. I am sorry, but it is for Yevon. Aren't those weapons forbidden by Yevon? There are exceptions. No! Throw down your weapons. Let them go, or else. Leave now, please. You're coming with us. Don't worry. Go. This is foolish. If you fall, you'll die.
Don't worry. I can fly. Believe. What was that? An all-bed flash bomb! Let me go! I'm gonna kill that Seymour! Yuna said leave. We leave. We'll join up with her later. Breakthrough! Where'd Yuna go? The Bell Palace is temple. Yuna goes to one place only. The Chamber of the Faith! It's too quiet. A trap? Who cares? Yuna's waiting for us! Huh? What's a machina doing in the temple? I suppose it comes in handy. That's not what I mean! The teachings! What about the teachings? Hey, don't look at me! Tja, Leitsätze, die man ganz schnell ändern kann anscheinend. So, na gut. Damit haben wir erstmal sehr viele Aktionen gesehen. Den Drachen haben wir erledigt zum Glück. Nun geht's darum, Yuna zu finden. Wieder mal. Ist ja nicht das erste Mal. Aber das werden wir in der nächsten Folge tun. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Final Fantasy X. Bis dahin und ciao.